Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Karnises TV, herzlich willkommen. Ich bin heute Nachmittag von einem Zuschauer von Karnises TV angesprochen worden, wegen meines letzten, meines gestrigen Videos. Und die Person hat mich gefragt, ja, meinen Sie denn, dass die Leute von Last Generation, die jetzt die Straße blockiert haben, bestraft werden sollen dafür? Das gibt mir die Gelegenheit, diese Frage noch etwas zu sagen zum Thema gewaltfreier Widerstand. Ich finde es nicht richtig, diese jungen Leute kriminell zu nennen, also sie zu kriminalisieren. Es gibt aber die andere Seite der Medaille, die ich auch sehe, und die scheint mir wichtig zu sein, zur Tradition des gewaltfreien Widerstandes, auf die sich ja diese jungen Leute berufen, so wie zu früheren Zeiten eben andere in solchen Kontexten, gehört, bereit zu sein, die Strafe auf sich zu nehmen, denn das gehört zur Logik des gewaltfreien Widerstands dazu. Ich übertrete bewusst ein Gesetz, das ich für falsch halte, so hat es Mahatma Gandhi zum Beispiel gemacht, als er den indischen Pass in Südafrika verbrannt hat öffentlich und dafür bereit war, ins Gefängnis zu gehen. Also ich übertrete bewusst ein Gesetz, oder in diesem Falle, ich stelle mich bewusst gegen den Verkehr, weil mir auch das die Strafe wert ist, um zu zeigen, dass wir unser Leben verändern müssen und dass es so nicht weitergeht. Darüber kann man jetzt im Einzelnen streiten. Man gefährdet dadurch auch im Fall der Fälle sogar Leben, wie das ja jetzt vor ein paar Tagen geschehen ist. Das ist ein ganz schwerer innerer Konflikt. Und ich verstehe auch dann, dass es richtig ist, in bestimmten Situationen dann eben auch die Konsequenzen zu tragen oder entsprechend den Personen, die es getan haben, aufzuerlegen. Das ist aber etwas anderes als Menschen, die aus einer Tradition des gewaltfreien Widerstandes kommen, zu unterstellen, sie seien Verbrecher, Kriminelle. Das geht nicht. Das Anliegen ist schon da und es ist ein wichtiges Anliegen. Das ist meine Meinung dazu. Und jetzt nutze ich die Gelegenheit, um Ihnen, nachdem ich Ihnen diese Nabot-Geschichte erzählt habe und es noch ein bisschen weitergeht in der Beschreibung der Regierungszeit von Ahab und Isabel und nachdem die beiden gestorben sind, zu erzählen, wie Elia stirbt. Er stirbt nämlich auf eine ganz besondere Weise, die ein Vorbild ist für die Art und Weise der Himmelfahrt Jesu, woraus man schließen kann, dass die Himmelfahrt Jesu eine andere Weise ist, über den Tod Jesus zu sprechen, als über seinen Tod am Kreuz. Beides gehört zusammen. Der Tod ist in gewisser Weise auch schon Jesu eine Himmelfahrt. Am Tag, da der Herr Elia im Wirbelsturm in den Himmel aufnehmen wollte, da ist die Himmelfahrt, ging Elia mit Elisha von Gilgal weg. Elisha, Sie erinnern sich, der Prophetenjünger. Er sagte zu Elisha, bleib hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Doch Elisha erwiderte, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. So gingen sie nach Bethel. Dort kamen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, zu Elisha heraus und sagten zu ihm, weißt du, dass der Herr heute deinen Meister über dein Haupt hinweg aufnehmen wird? Elisha antwortete, auch ich weiß es, sei still. Elia aber sagte zu ihm, bleib hier, Elisha. Denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Elisha erwiderte, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. So kamen sie nach Jericho. Doch traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, an Elisha heran und sagten zu ihm, Klammer auf, sehen Sie, die Prophetenschule, darüber haben wir gesprochen, der hatte eben ganz viele Jünger und Jüngerinnen. Sie sagten zu ihm, weißt du, dass der Herr heute deinen Meister über dein Haupt hinweg aufnehmen wird? Er antwortete ihnen, auch ich weiß es, seid still. Elia aber bat ihn, bleib hier, denn der Herr hat mich nach an den Jordan gesandt. Elisha erwiderte, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. Was für eine schöne Freundschaft, hä? Er lässt ihn nicht allein. So gingen beide miteinander. 50 Prophetenjünger folgten ihnen und blieben dann seitwärts in einiger Entfernung stehen. Die beiden traten an den Jordan. Hier nahm Elia seinen Mantel, rollte ihn zusammen und schlug mit ihm auf das Wasser. Dieses teilte sich nach beiden Seiten und sie schritten trockenen Fußes hindurch. Woran erinnert Sie das?
Natürlich an Mose, wie er durch das Rote Meer geht. Im Übrigen der Jordan, damals ein großer reißender Fluss, heute nur noch ein Rinnsal. Auch ein weiteres Zeichen für das Thema, das ja nicht nur die junge Generation von heute bedrückt, sondern auch uns Ältere, wenn wir daran denken, wie unsere Kinder und Kindeskinder in 50, 70 und 90 Jahren leben sollen. Als sie drüben angekommen waren, sagte Elia zu Elisha: Sprich eine Bitte aus, die ich dir erfüllen soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Elisha antwortete: Möchten mir doch zwei Anteile deines Geistes zufallen. Elia entgegnete: Du hast etwas Schweres erbeten. Wenn du siehst, wie ich von dir weggenommen werde, wird es dir schnell zuteil werden. Sonst aber wird es nicht geschehen. Während sie miteinander gingen und redeten, erschien ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Elia fuhr im Wirbelsturm zum Himmel empor. Elisha sah es und rief laut: Mein Vater, mein Vater, Wagen Israels und sein Lenker. Als er ihn nicht mehr sah, fasste er sein Gewand und riss es mitten in zwei. Dann hob er den Mantel auf, der Elia entfallen war, kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Er nahm den Mantel, den der Elia entfallen war, schlug mit ihm auf das Wasser und rief: Wo ist der Herr, der Gott des Elia? Als er auf das Wasser schlug, teilte es sich nach beiden Seiten und Elisha ging hinüber. So stirbt Elia. Ein Zeichen dafür, was für eine herausragende Stellung Elia vor Gott und im Bewusstsein Israels hat, das ja bis ins Neue Testament dann hineinreicht. Wunderbar auch, wie Elisha ruft: mein Vater, Lenker Israels. Elia ist für Elisha zum Vater geworden. Das zeigt auch, wie eng eine solche Beziehung zwischen den Jüngern und ihren Lehrern werden kann. Es ist ja auch etwas Schönes, dass man als Lehrer oder als Lehrerin väterliche oder mütterliche Gefühle empfinden kann. Selbstverständlich die Bewahrung der angemessenen Distanz ist es eben dann doch auch ein Verhältnis, in dem Generationen einander begegnen und zueinander ein konstruktives Verhältnis finden. Ja, dies ist der Tod des großen Elia und Elisha tritt in seine Fußstapfen. Wir werden dann in Zukunft sehen, dass manches sich wiederholt, dass er ein zweiter Elia sozusagen ist, fängt er schon an damit, dass er zurückgehen kann und ebenfalls wie Elia das Wasser teilen kann. Beten wir am heutigen Tag darum, dass die vielen Schüler und Schülerinnen, die jetzt in der Schule sitzen, gute Lehrerinnen und Lehrer finden und dass dieser Austausch zwischen den Generationen wirklich gelingen möge, damit dann auch die Nachfolge und die Übergabe der Staffel an die nächste Generation je neu gelingen möge. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.